Gerade erst habe ich mir ein wunderschönes neues Top gekauft. Und was macht meine Nase? Entscheidet sich spontan, einfach loszubluten. Warum tust du mir das an, Nase? Dear Body, warum bekommst du eigentlich Nasenbluten? Hey! Nasenbluten ist den meisten von uns schon mal passiert. In der Regel ist es eine ungefährliche, kurze Reaktion unseres Körpers auf äußere Einflüsse. Unsere sensiblen Näschen sind nämlich ziemlich gut durchblutet. Im vorderen Teil, dem Locus Kieselbachi, laufen viele unterschiedliche Blutgefäße zusammen und gleichzeitig ist die Haut hier sehr dünn und empfindlich. Einmal zu dolle die Nase geputzt, ein bisschen zu ausführlich gepopelt oder trockene Heizungsluft geschnüffelt und schon geht das große Tropfen los. Na gut, manchmal liegt es auch an einer Grippe oder einer fiesen Allergie. Aber muss die Reaktion immer gleich so dramatisch sein? Verständlicher ist da schon ein plötzlicher Schlag auf die Nase oder die regelmäßige Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten als Auslöser der abstrakten Kunst. Durchsage an euch Nasentropfensuchtis. Geht bitte auf Entzug, eure Nase dankt. Achtet immer darauf, abschwellende Nasentropfen wirklich nur für eine kurze Zeit zu nutzen. Sprecht im Zweifel mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. Zwei größere Gruppen haben allerdings eine gute Ausrede. Bei Kindern und Jugendlichen können Wachstumsschübe zu blutigen Nasen führen. Schwangere wiederum haben stärker durchblutete Schleimhäute. Nasenbluten kann aber auch ein Anzeichen sein, dass mit eurem Körper etwas nicht stimmt. Tropft das Blut nach 20 Minuten immer noch aus der Nase oder erlebt ihr regelmäßiges Nasenbluten, dann solltet ihr das unbedingt abklären lassen. Dahinter kann unter anderem hoher Blutdruck, eine Fehlbildung der Nasenscheidewand oder sogar ein Tumor oder Leukämie stecken. Auch Autoimmun- oder Erbkrankheiten können Auslöser sein. Besonders bei Blutgerinnungsstörungen wie der Hämophilie oder dem von Willebrand-Syndrom kann es regelmäßig und lange bluten. Ist die Erkrankung einmal erkannt, kann diese jedoch sehr gut behandelt werden. Grundsätzlich hat Nasenbluten aber eher harmlose Gründe. Beobachtet euren Körper gut und lasst euch im Zweifel lieber einmal zu viel durchchecken. Warum ihr euch bei Nasenbluten besser keine Tampons in die Nase steckt, das seht ihr im nächsten Video. Lasst also gerne ein Abo da